Ja, meine Herren, meine Damen und Herren, besser gesagt, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. 17. Spieltag steht an für den 1. FC Magdeburg. Sind es im Sportjahr 2016 die letzten 3 Punktspiele, auf die wir jetzt schauen. Davon bestreitet der FCM noch 2 Auswärtsspiele. Am Sonntag liegt das erste an beim FSV Frankfurt um 14 Uhr im Frankfurter Volksbankstadion gegen den FSV. Schiedsrichter der Partie ist Dr. Robert Kamka, ein Bundesliga-Schiedsrichter, sehr erfahren. Ja, aber bevor wir vielleicht erstmal auf den Gegner schauen, kurzer Blick auf unseren Kader durch Trainer Jens Härte. Wie gewohnt vielleicht, welche Spielausfälle sind möglicherweise zu beklagen und wer ist vielleicht zurückgekehrt ins Training? Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite aus. Ja, also sind ja nicht zur Verfügung stehen die bekannten gesperrten Spieler Mario Sowisto, Christian Beck und Jan Löhmannsröben. Dazu die beiden noch verletzten Moritz Sprenger und André Heino. Gerrit Müller ist ins Training zurückgekehrt, aber das wird jetzt sicherlich nach einer Trainingswoche noch keine Option sein für den Kader. Also sind wir dann 18 Spieler oder beziehungsweise 19 mit 3 Torhütern, die dann noch dann nach Frankfurt fahren. Ja. Die Tabellensituation ist ja wie gewohnt eng. Magdeburg mit 24, Frankfurt mit 22 Zählern. Das liegt nah beieinander. Konnten Sie den kommenden Gegner bereits beobachten und wenn ja, welche Erkenntnisse liegen Ihnen möglicherweise vor? Ja, also beobachtet haben wir sie schon, also jetzt nicht live, sondern eben auf Video. Es ist klar, Frankfurt lange Jahre in der 2. Liga gespielt, abgestiegen, dann ist das immer so, dass sich so eine Mannschaft dann in der Regel neu aufstellt, der gesamte Verein sich ein Stückchen neu aufgestellt hat, neuer Trainer, viele neue Spieler. Es hat am Anfang ein bisschen gedauert, weil auch relativ spät die Spieler verpflichtet worden sind. Da haben sie eine sehr, sehr holprige Startphase gehabt. Aber dann haben sie halt auch eine fantastische Serie von 9 ungeschlagenen Spielen gehabt. Auch recht überzeugende Heimauftritte. Ich glaube, der Höhepunkt war das 6-0 gegen Fortuna Köln. Sind sie jetzt, glaube ich, auch seit 5 Spielen ungeschlagen. Und sie haben sich eben jetzt gefunden, das merkt man, und sie sind schon eine sehr spielstarke Mannschaft, die zuletzt auch ihre Grundordnung gefunden hat. Sie spielen halt so mit einem 4-4-2-Raute, wo sie dann natürlich ihre fußballerische Qualität dann eben doch ganz gut eben widerspiegeln können. Aber wie gesagt, sie haben zuletzt eben doch 3-mal kein Tor geschossen, inklusive des verlorenen Landespokalspiels gegen Steinbach. Und die werden natürlich doch brennen zu Hause. A, wieder ein Tor zu machen und B, natürlich das Spiel zu gewinnen. Und wir fahren natürlich dahin, um unsere Serie jetzt in 4 ungeschlagenen Spielen dann natürlich fortzusetzen und möglichst auch mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Danke sehr. Michi Brandt, herzlich willkommen bei uns. 2 deiner Kollegen sind ja am Sonntag gesperrt. Die Mannschaft rückt mal wieder enger zusammen. Ich habe mal auf die Tabelle geschaut. Wir hatten genau vor einem Jahr am selben Spieltag die gleiche Punktzahl. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht wusstest, aber wie würdest du denn das bisherige Abschneiden bewerten? Ja, ich denke schon. Ja, ich denke halt schon. Die beiden Runden sind von Punktzahl halt ziemlich identisch. Wir haben halt dieses Jahr ein bisschen die Heimspiele den einen oder anderen Punkt abgegeben, dafür auswärts den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Ja, ich denke auch, wenn wir jetzt noch bis zum Winter den einen oder anderen Punkt holen werden, können wir einigermaßen zufrieden sein mit der Hinrunde. Wohl wissend, dass die Liga sehr eng ist und noch einige Punkte dazu hinkommen müssen, um auch die Liga endgültig zu halten. Ja, daraufhin schließt sich meine 2. Frage an. Was müssen wir denn in Frankfurt beachten, um möglichst dort weiterhin punkten zu können? Ja, ist eigentlich ähnlich wie jede Woche, dass wir halt, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen halt versuchen, ein bisschen unser Spiel aufzudrücken, wie immer, die in Zweikämpfe zu wickeln, hinten die Null zu halten, kompakt zu stehen, dann haben wir schon mal einen Punkt sicher und dann die Situation, die wir nach vorne haben werden, dann auch eiskalt zu nutzen und dann bin ich guter Dinge, dass wir auch noch in Frankfurt noch was mitnehmen. Danke, Niki. Ja, dann gehen wir gleich rein in die Fragerunde, liebe Kollegen. Uli Behrens beginnt. Niklas, Tore sind ja jetzt gefragt. Diejenigen, die zuletzt die Tore geschossen haben, sind ja nur nicht dabei. Und ich kann mich erinnern, dass du schon prachtvolle Granaten reingehauen hast. Ein Kollege von mir sagt, eine außergewöhnlich gute Schusstechnik, der Oberkörper bleibt auch bei größter Anstrengung beim Schuss über dem Ball. Ich gebe nur wieder, was der gesagt hat, das ist ja nicht unwichtig. Und wann
kommen von dir die Tore vielleicht schon gegen Frankfurt? Naja, erstmal haben wir zum Glück einen großen, breiten Kader, sodass auch wir gut aufgestellt sein werden und auch auf dem Platz, denke ich, der einmal ein Spieler, dann steht er auch immer gut für den Torhals. Und zu meiner Person natürlich, wenn ich ein Tor machen kann, würde ich gerne eins machen, aber in erster Linie bin ich, glaube ich, auch am Wochenende wieder ein bisschen defensiver eingestellt und wichtig wird erstmal die Null. Danke, ja. Herr Novak. Ja, eine Frage an den Trainer. Der Kapitän hat ja unter der Woche gesagt, dass er bis zum Ende der Winterpause noch 5 Punkte möchte, sich da oben festbeißen möchte. Wie sehen Sie das? Wie ist Ihr Ausblick bis zur Winterpause? Naja, also immer so ein bisschen weiter als zum nächsten Spiel schauen ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Also wir wollen jetzt 3 Punkte mitnehmen und Sie sind ja oft hier Gast in unserer Pressekonferenz, dann wissen Sie schon, dass wir eigentlich jedes Spiel auch immer irgendwo gewinnen wollen. Wir wissen, dass es eben schwer ist in dieser Liga. Aber wir wollen das Maximale mitnehmen, wir wollen hungrig bleiben und da jetzt nahtlos anschließen an die letzten beiden Spiele, wo wir eben dreifach gepunktet haben. Und sowohl gegen Frankfurt. Ja. Und das ist jetzt erstmal das, was auf der Agenda steht. Alles andere wissen wir nicht, wie wir aus dem Spiel rauskommen. Das haben wir jetzt in den letzten Spielen gesehen. Also da jetzt irgendwie groß vorausschauen. Auch wenn es jetzt nur noch 3 Spiele in diesem Jahr sind, würde ich dann trotzdem nicht tun. Wolfram Engel. Ja, wie ist der Plan mit den gesperrten Spielern? Kommen die mit nach Frankfurt, um die Mannschaft zu unterstützen oder absolvieren die hier ein individuelles Training? Ja, die werden hier ein individuelles Training absolvieren. Das ist auch sicherlich notwendig, weil ja, die Saison hat schon noch geschlagen und das ist immer für die Spieler auch eine Möglichkeit, da in bestimmten Bereichen mal einen Reiz zu setzen, den wir so in einer normalen Trainingswoche eigentlich nicht abbilden können. Von der Seite her ist es sehr, sehr sinnvoll, sie hier trainieren zu lassen, als da jetzt noch irgendwo mit dem Auto oder schon mit der Mannschaft im Bus. Und dann spielen Spieler nicht, dann fehlt da ein bisschen Spannung. Also das machen wir eigentlich generell nicht, dass wir die dann mitnehmen. Wenn die jetzt individuell anreisen wollen, hätten wir sicherlich nichts dagegen. Aber das Training und die Vorbereitungen jetzt auch für das nächste Spiel, die stehen dann eigentlich im Vordergrund gegenüber der ja, mentalen Unterstützung durch die Anwesenheit von gesperrten Spielern. Herr Novak. Ja, nochmal an den Trainer. Polidou, ist er schon so weit, dass er in der Startelf stehen könnte? Und ja, wo steht Niemeyer? Das sind jetzt natürlich wieder ein schön paar Fragen, die ich jetzt so. Ja, das ist natürlich schwerfällt. Natürlich rein physisch hat er jetzt. Hat Manuel jetzt in Zustand, wo er jetzt seit 14 Tagen trainiert. Trotzdem denke ich, dass er im Moment noch nicht in der Verfassung ist, wie er war, bevor in diese Verletzung reingefallen ist. Und wir da jetzt, das jetzt zuletzt vorne auch nicht so schlecht gemacht haben. Von der Seite her schauen wir mal, was jetzt noch in den 2 Trainingseinheiten passiert. Aber rein physisch ist er schon in der Lage, auch zu spielen, auch wenn man das jetzt auch im Laktat-Test gesehen hat, dass die Spieler, die jetzt halt eine Pause hatten oder nicht kontinuierlich durchgearbeitet haben, scheint dann doch nicht so einen guten Wert haben wie die Jungs, die eben durchgeackert haben. Thomas Juschus. Herr Hertel, mit Mario Vogelsloh fehlt Ihr Kapitän gesperrt. Ich glaube, Christian Beck ist sein Stellvertreter, fehlt auch gesperrt. Wer trägt die Binde am Sonntag und welche Rolle spielt das für Sie, wer sie trägt? Für mich spielt das eigentlich nicht so eine ganz, ganz große Rolle, wer diese Binde trägt. Das ist eine formale Geschichte, die sein muss, die wir dann auch entscheiden müssen, wo wir auch schon was im Kopf haben, wie wir das lösen werden. Aber Fakt ist, auf dem Platz kann jeder Verantwortung tragen oder muss jeder Verantwortung tragen. Und da erwarten wir das auch von jedem, dass er bereit ist, Verantwortung zu tragen für sich, für die Mannschaft. Und ganz unabhängig, ob da jemand so eine Binde dann trägt oder nicht. Ganz klar ist das so, dass das Marius in den letzten Jahren sehr gut gemacht hat und dass wir, auch, ich denke, die Mannschaft hochzufrieden sind mit seiner Arbeit, die er auch abseits des Platzes macht. Und jetzt müssen wir uns halt was Neues einfallen lassen, aber das werden wir auch tun. Lassen Sie uns noch teilhaben, wer die Binde tragen könnte. Lassen Sie uns überraschen. Herr Manni, bitte. Frage an Niklas Brandt. Durch den Ausfall der in den letzten Spielen gesetzten Doppelsechs, so Wislow, Löhmanns Röhm, steigt die Wahrscheinlichkeit für Ihren Stoffelf-Einsatz. Wenn Sie da wären, wo würden Sie Ihren Platz sehen? Wen würden Sie als Trainer Hertel rausnehmen, damit Sie
in der Startelf stehen. Zum Glück bin ich ja Spieler und jetzt müssen wir den Trainer fragen. Okay, danke. Gut. Herr Behrens. Herr Herpel, wird es eine Viererkette sein in der Abwehr oder kommt sogar noch ein Fünfter dann dazu? Also verstärkte Abwehr in Frankfurt? Wie gesagt, wir lassen uns ungern in die Karten schauen vor dem Spiel. Es ist möglich, dass wir was ändern. Trotzdem denke ich, dass wir grundsätzlich da jetzt, sagen wir, gerade in der letzten Reihe wahrscheinlich nichts Gravierendes ändern werden. Danke. Herr Lierocke. Hatte jetzt alles ja auch immer wieder in den letzten Wochen Thema, verletzungsbedingt aufgrund von Platzverweisen, dass die Mannschaft umstellen mussten. Jeder Verantwortung übernehmen musste. Es scheint aber der Mannschaft irgendwie nicht schlecht getan zu haben, sondern sie eher so noch in die richtige Richtung gerückt zu haben, von den Ergebnissen, von der Stimmung vielleicht. Würden Sie das begründen, warum das so war und sehen Sie das auch so? Ja, das habe ich ja schon im Vorfeld auch immer wieder getan. Also es macht für den Trainer natürlich einfacher. Also auch morgen nach dem Abschlusstraining sind wenig unangenehme Entscheidungen zu treffen. Ansonsten hast du jetzt 25 fitte und gesunde Spieler. Das bedeutet, du musst 7 aus dem Kader streichen. Da hast du schon die eine oder andere Baustelle und natürlich viele Jungs, die natürlich nicht zufrieden sind, wenn sie nur zu Hause bleiben oder auf der Tribüne sitzen. Und so hast du einen engen Kader, hat das halt immer die Möglichkeit, dass jeder eben auch wichtig ist und gebraucht ist. Und das kann natürlich auch eine Gruppe enger zusammenschweißen und hier und da auch noch ein paar Leistungsprozentpunkte freisetzen. Siehst du das auch so, Niklas, oder? Ja. Klar. Ich denke immer für die Spieler, lebt im Konkurrenzkampf und das ist im Leistungssport ganz wichtig. Von daher für den Trainer zwar angenehm, wenn er nicht so die Entscheidung treffen muss, unangenehmer, aber der Mannschaft tut, glaube ich, gut. Umso mehr für die Spieler, umso mehr Qualität im Training und dann umso mehr auch dann hoffentlich. Herr Engel nochmal. Dass Niklas, das Derby mit dem spektakulären Vorlauf ist jetzt vorbei. Wann war es für euch Spieler abgehakt? Weil es ist ja doch ein besonderes Spiel gewesen. Wann sagt ihr, habt ihr die Kurve gekriegt, dass ihr euch jetzt voll auf das Frankfurt-Spiel konzentrieren könnt? Wie passiert es, dass es dann irgendwann den Wechsel gibt, von der Vergangenheit auf das zukünftige Spiel zu gucken? Naja, ich denke direkt nachdem wir die 3 Punkte eingefahren haben, vielleicht noch nach einem freien Tag. Aber es bringt ja auch nichts, wenn wir uns die ganze Woche noch mit dem Derby beschäftigen, weil der Fußballalltag geht ja weiter. Von daher denke ich, nachdem wir das Spiel gewonnen haben, haben wir uns alle tierisch gefreut. War auch ein wichtiger Sieg für uns. Und dann gilt es aber auch, sage ich mal, in Frankfurt dann den Derby-Sieg zu vergeuden. Frau Komowski. Aber hat das eure Trainingswoche nicht doch positiv beeinflusst, dass ihr quasi noch mehr gestärkt seid, dass ihr noch euphorisierter seid auf das zukünftige Spiel? Na klar, fürs Selbstvertrauen und für die Stimmung intern in der Mannschaft ist ein Sieg immer gut, aber ein Derby-Sieg vielleicht tut noch ein bisschen mehr, besser als wie ein normaler Sieg. Aber wie gesagt, länger befassen kann man sich damit auch nicht. Wir haben dann, glaube ich, am Dienstag die Auswertung gemacht und dann gilt es halt auch dann, sich auf Frankfurt zu konzentrieren. Herr Novak. Ja, da wollte ich gleich mal anschließen, weil so ein Derby-Sieg ist natürlich wichtig und bringt viel für Selbstbewusstsein. Aber muss man da als Trainer gerade nach so einem Derby-Sieg, wo ja, da fällt dann so eine Last ab, wir wollen vielleicht das dann auch, ich sag mal, die Aufmerksamkeit nach. Welches Gefühl haben Sie jetzt so in dieser Woche? Mussten Sie da eher bremsen, die Mannschaft, oder sagen, kommt Jungs, jetzt aber nochmal richtig? Also wir haben das... Wir sind natürlich immer auch informiert, was im großen Fußball passiert und dann nimmt man natürlich auch die Aussagen des einen oder anderen Bundesliga-Trainers dann zum Anlass und wie so Geschichten eben entstehen und wie dann eben auch aus einer Zufriedenheit eine Unzufriedenheit werden kann. Und das haben wir dann schon thematisiert, also schon direkt auch nach der ersten Einheit, die wir gemacht haben, bevor wir die Auswertung gemacht haben, sodass wir schon auch wissen, dass eine gute Trainingswoche die beste Basis ist auch für eine gute Leistung. Und bis jetzt mit den Einheiten sind wir sehr zufrieden, wir haben gute Einheiten gehabt in dieser Woche und wir hoffen, dass das so bleibt, weil in der Regel ist es dann so, wenn wir gut trainieren, spielen wir auch gut. Und das sah gut aus diese Woche? Bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Das kommt nicht oft vor. Kommt nicht oft vor? Dass wir sehr zufrieden sind, kommt nicht nur vor.
Gibt es noch Fragen Ihrerseits? Dann schließen wir an dieser Stelle unsere Mannschaft am Sonntag hier Erfolg in Frankfurt und ein schönes Wochenende. Danke.